Mit einer spannenden Lesung hat Schauspieler und Vorleser Rainer Rutloff Schüler der berufsbildenden Schulen Ammerland in die literarische Welt totalitärer Diktaturen mitgenommen. Auf Einladung des Fachbereichs Deutsch gab es von Rutloff Literatur als Performance auf Grundlage von Huxleys Schöne neue Welt und Orwells 1984. Er riet den Schülern den Griff zu den Klassikern, die angesichts von Folter in vielen Ländern nach wie vor hochaktuell seien. Und er gab den Jugendlichen noch einen Rat mit auf den Weg. Wir müssen entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Die Frage, welche Gesellschaft man haben möchte, stelle sich jeden Tag aufs Neue und müsse von jedem für sich selbst beantwortet werden, durch das, was er tue.